Unter der Aquashed steht am Ende unsere Fischzucht. Deshalb haben wir sie ganz passend Aquashed genannt, also die Überschattung unserer Aquakultur. Und es ging damit los, dass wir die Stützen zugeschnitten haben. Das war am Anfang noch recht spannend, weil wir erst so die ganzen Maße richtig festlegen mussten. Die Verbindung der Stützen, das war so der erste anspruchsvolle Teil. Da mussten wir das erste Mal mit Laschen arbeiten. Laschen heißt, dass wir einfach zwei verschiedene Profile miteinander verbinden mussten. Einfach, dass wir die komplette Länge, über die die Stützen eben gehen, dass wir die verbinden können. Das war ganz interessant, weil wir mussten zwei Profile in einer geraden Linie miteinander verbinden. Wir haben das so gemacht, dass wir einfach ein Stück Flachstahl genommen haben, da Löcher reingebohrt haben und dann die zwei Teile mit jeweils zwei Flachstellen an jeder Seite miteinander vernietet haben, sodass wir am Ende einen langen Träger haben. Dann das Montieren war auch eine coole Sache. Da mussten wir dann wieder im ganzen Team vorgehen, weil es einfach so ein großes Stück war. Und das haben wir dann erst so rangehoben oben und haben dann die ersten Löcher gemacht und mit den Stützen verschraubt. Da haben wir auch wieder einen ganz langen Träger gebaut, insgesamt drei Stück, mit denen wir dann die komplette Fläche von, ich glaube, 17 Metern komplett miteinander verbunden haben. Das war auch ein recht großer Aufwand. Man musste viel im Team arbeiten, einfach weil das so ein großes Gewerkstück ist. Was auch dann noch ein bisschen Zeit gekostet hat, waren einerseits die Aussteifung von der Aquashed unten, dass uns das ganze Ding nicht einfach umkippt. Sprich, wir haben noch ein paar Kreuze reingebaut zwischen die Stützen und ein paar Vs. Einfach, dass die Aquashed in der Position halten, wie sie jetzt ist. Dass wenn zum Beispiel ein Wind irgendwie dagegen drückt, dass die Aquashed nicht einfach wegkippt, sondern dass die am Ende in ihrer Position bleibt. Da haben wir uns alle dran gehängt, haben Klimmzüge gemacht, haben es voll gefeiert, sind so dran rumgeschaukelt und so. Es war ziemlich cool, weil man gemerkt hat, wie stabil das Ganze am Ende geworden ist. Als das Grundgerüst der Aquashed dann stand, haben wir uns an die Dachlatten für die Aquashed gemacht. Parallel wurden die Dachlatten vom Mehrzweckgebäude aufgebaut, von einem anderen Team. Also da haben sich zwei Teams entwickelt und dann wurde da auch ein kleiner Wettbewerb draus, welches Team das Dach zuerst gedeckt bekommt. Lange Zeit sah es so aus, als ob das Team Aquashed gewinnen würde, was sie auch getan hätten, wenn nicht eine Reihe Dachsheets gefehlt hätte. Also aufgrund von verkalkulierten Materialien hat dann doch Team Mehrzweckgebäude Office Building gewonnen und Team Aquashed hat dann drei Tage später, als die neuen Dachsheets eintrafen, auch das Dach fertiggestellt.